Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Dead Space 3 mit dem Rick. Hey ho. Der sich gerade seinen Anzug anzieht. Yeah, Stein. Oder er muss kacken. Das weiß ich noch nicht so genau. Das hier ist nicht die Toilette. Ja, das sagst du. Nun ja, jetzt erstmal den übelst stylischen N7-Anzug anziehen, damit wir hier im Duo rumrennen. Haben wir den gleichen an, denselben? Nee, ein bisschen anders. Unterschiedliche Farben, glaube ich. Ah, deiner ist schwarz, meiner ist mehr rötlich, ne? Ja, wie komme ich hier wieder raus? F war zurück, so, das haben wir hier. Kurz überprüfen, ob die Aufnahme auch läuft. Ja, das tut sie. Das ist schön. Ach, John. Was ist los, Isaac? Du kommst mir so nah. Ja, ich würde dich umarmen, wenn es geht. Das war diese Waffe. So, ja, was müssen wir hier eigentlich machen? Ich habe keine Ahnung. B? B? Da lang gehen. Wo wir noch bei Nein, ich möchte da lang gehen. Wie können wir nochmal die Reiter da oben wechseln? Ich weiß es nicht mehr. Ach verdammt, ich wollte nachgucken. Wie kann man denn die Reiter da oben wechseln? Weißt du das noch? Nein, ich wollte nachgucken, hab ich ja gerade erzählt. Ah, mit 1, 2, 3 und 4. Ja, wir müssen die Bahnstation finden. Mit 1, 2, 3 und 4 kannst du die Reiter wechseln. Mhm. Wollte ich dir gerade nochmal sagen. Okay, danke. Wir sind, by the way, in Kapitel 5. Es gibt? Oh, ich kann gucken, wie viele Kapitel es gibt. Ja, kannst Boah, du. Boah, leck mich am Ups, Arsch. Falscher Knopf. 19 Kapitel gibt's. Auch falscher Knopf. Ist ja awesome. Ja, durchaus. Die letzten gehen mal wieder ein bisschen schneller wie im Vorgänger, aber trotzdem. Es ist nicht zu kurz, nicht wie 4 oder so. Was, wie 4? Ach, 4. 4. FE, First, Dingens, Kirchens, ja, ja. Recon, Assault, blöd. Wie heißt's? Jetzt hat keiner von uns gedrückt, sag mal. Was? Ach, wir müssen was. Ich dachte, du hast gedrückt. Wir müssen auch ein Stockwerk auswählen, ich glaube, daran liegt's. Ja, mach mal eins. Ja, 3 geht leider nicht. Ja, ja, mich noch anmeckern. Bestand schon gut, ich gehen jetzt. Natürlich. Ja. Hier ein paar Folgen aufgenommen, oh, verdammt. Und schon mutig ohne Ende geworden. Was war eigentlich die untere Ach, die Nadelgeschosse. So, meine untere war der andere Ding. Kann ich eigentlich erst? Hier? Nee, kann ich nicht, ist ja doof. Ach, hier habe ich diese Elektro-Shotgun. Na dann. Schauen wir mal, was für Leichen uns diesmal dreckig anspringen. Da lang. Erstmal den Kopf zermatschen. Bei mir ist der noch dran. Jetzt nicht Drücke mehr. Drücke Tab und wähle Objekte aus. Na, als ob. Hast Teil? Du das auch? Hallo? Achtung, Energiereserven sind auf Standby. Frachtfunktionen sind offline. Was? Ich traue der Sache nicht. Ich habe immer Angst, dass was kommt, wenn so eine Stimme... Ach. Was sagt? Hallo. Egal, haben wir eine Nachricht? Ist doch voll safe. Schiffsrekorder ein. Alle bereithalten für Drosselung. Okay, Edwards, es kann losgehen. Verstanden, Val. Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander. Schon klar, Schätzchen. Retroschub aktiviert. Wow, ruhig, Brauner. Das Lochboot hat angelegt. Vielen Dank, dass Sie mit der Terra Nova geflogen sind und willkommen am Arsch des Universums. Okay, Leute, Beeilung jetzt. Sikorsky, du rufst Admiral Graves. Kettle, du meldest dich bei Cargo ab. Das ist jetzt deine Show. Setzen wir die Schiffe ab. Aufnahme Ende. Also irgendwie ist mir der Kerl übelst sympathisch. Wer, Mr. Loveboat? Ja, Mr. Loveboat, genau. Der Ausblick ist geil. Ja, den habe ich jetzt gar nicht genossen. Aber ich... Ja, wir sind ja auch nur schon drin rumgeflogen. Hey, hier liegt was. Hier liegt was. Jetzt nicht mehr. Auch gut, du darfst lesen. Artefakt entdeckt, juhu. Offizierslog. CDR Valerie Deeds. Heute riss die Wolkendecke auf und wir setzten die CMS Crozier ein, um die Gelegenheit zu nutzen. Während des ersten Überflugs erspähte die Crew inmitten eines zerklüfteten Kraters, eine ungewöhnliche Felsformation. Lieutenant Metcalf konnte Bilder von einer Reihe schneebedeckter Obelisken nahe der Spitze machen. Die Anordnung war chaotisch, wie man es auf einem solch stürmischen Planeten auch erwarten würde. Aber ihre Größe und Form sind nahezu identisch. Wie zwei ineinander verflochtene Ranken. Was? Ach, was ist denn LCDR? Lieutenant Commander Busby litt während des Flugs unter spontan auftretenden Kopfschmerzen und verminderter Sehkraft, weshalb er vom Dienst befreit werden musste und sich später einer medizinischen Untersuchung unterziehen wird. Interessant. Na okay, dann würde ich sagen, geht's hier direkt weiter mit dem Textlog. Na denn? Wo haben wir denn? Ja, Schrift, geh ein bisschen zurück. So, Beginn der Aufzeichnung, Scuff, bla bla bla. Lieutenant Commander Sam Kettle. Admiral Graves fordert den
Versuchsobjekttransport vom Planeten an. CMS Corsair. CMS Corsair und CMS Franklin sind unterwegs. Was zum Teufel geht hier vor? Wir sind ein Versorgungsschiff, kein Zoo. Commander Valerie Deeds, Transport bestätigt. Sorry, Sam. Mir sind die Hände gebunden. Sehen wir einfach zu. Ich kann nicht runterscrollen. Ich muss auch gar nicht runterscrollen. Sehen wir einfach zu, dass das Zeug auf den Laderaum beschränkt ist. Verdoppelt die Quarantäne-Checks. Ende der Aufzeichnung. Wir sind erst, also die Hände gebunden. Ja, von Mr. Loveboat. Ich glaube auch. So, dann hacken wir mal eine Runde. Na, hau rein. Verbrenne nicht die Finger wie ich. Ja, das läuft schon. Na, du bist das ja noch gewohnt hier. Gerade du erst hast das doch in der letzten Aufnahme auch gemacht, also. Oh, ich dachte ich. Warte. So. Isaac hier. Sieht aus, als wäre unser Shuttle hinten im Schiff. Ich aktualisiere jetzt unsere Ortungssender. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt. Wenn wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrotthaufen. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum sind Ersatzteile. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Gerade der Typ im... Ja klar. Kuckuck. Das kriegen wir hin. Gerade der Typ im Loch im Bauch. Ich krieg das hin. Ja, locker. Er hat ja auch genug Bauch, um Loch drin zu haben. Ja. So. Du gehst vor. Warum? Och, nur so. Ja, nein, ich habe keine Ahnung, was passiert, aber... Ja. Hat's bestimmt gedacht, noch mal kurz vorgespielt, wa? Nein. Ich hab nur meinen N7-Anzug freigeschaltet, mehr nicht. Hier Kisten. Yay. Hier war ein Wandler drin. EN-Wandler. Also irgendein Material. Was war das denn? Fick dich, Flipper-Automat. Da war der mit dem Würstchen ja noch angenehmer. Das geht dieser nicht. Rocket Ship Man. Naja, dann gehen wir mal hier runter. Am Anfang mit der Rakete rumgewedelt hatte. Wer? Wo? Der Typ hier in dem Laden mit der Rakete. Ach so, naja. Sag mal, du bist immer noch zu dick, ich komme hier nicht runter. Jetzt. Ich stehe hier am Spind. Ja, man muss immer genug Platz frei machen, ne? So, mit unseren OP-Waffen. Gibt's denn hier autorisiertes? Okay, nach links müssten wir. Du bist kein autorisiertes Personal. Ich hol das da. Ja, toll, du triffst bestimmt nicht. Rechts ist noch eine Sack, also wo wir nicht lang müssen. Ja, da würde ich mal. Ach, hier ist eine Kiste oder noch irgendwas. Warte, du bist tot, du Mistvieh. Hydraulikantrieb. Mit was schieße ich überhaupt? Ach, mit der Pumpe. Oh, verdammt! Was ist denn los? Da ist was hinter dir gewesen. Immer noch. Da schießen wir einfach zwei Leuten drauf. Da habe ich mich gerade erschrocken, ey. Ja, da fühlt man sich sicher und dann... Ja, da war noch so ein kleines Mistvieh. Genau so eins. Oh, ich habe mit der... Sau intelligent mit den Spitzen auf die kleinen Viecher hier zu schießen. Tot? Nein, du bist nicht tot. Warum bist du nicht tot? Verpiss dich. Du wirst jetzt mal... Ist das immer noch am Leben? Ja! Das wusste ich gerade. Ich hab's ein bisschen lieb. Ja, hol die Hände runter, das ist tot. Ja, trinkt. Dreht das tote Vieh weg. Ja. Wenn's glücklich macht. Oh, da hinten. Komm her. Das ist zu weit weg, das Ding. Naja, ich kletter mal runter. Mach mal, ich geb dir von hier oben Deckung, ja? Ja, ist auch so. What? Oh, da ist ja was. Das wollt unbedingt in die Kiste rennen. Ja, schieß. Mach schon. Schieß den Speer. Schieß den Speer. Yay. Ich glaube, hinter dir ist was, ne? Nein. Jetzt hör auf mit so einer Kacke. Ich bin voll unter Adrenalin. Unter Adrenalin? Achso, unter Adrenalin. Oh, hinter dir. Irgendwas. Hör auf aufzustehen, ey. So. Mann. Die Mistviecher. Aber da kommen ganz schön viele. Mhm. Finde ich prinzipiell schon mal gut. Oh. Nein, hier sind wir. Nein, Quatsch, ich habe praktisch keine Orientierung mehr. Irgendwie glaube ich den nicht. Eisplanet weiß ich erst wieder, was abgehen wird. So. Ich weiß nur, dass hier ganz viele Kisten irgendwo verteilt sind. Und da höre ich irgendwas. Ich höre die ganze Zeit irgendwas. Warum kann ich die nicht abschießen, wenn du die mit Telekinese hast? Keine Ahnung. Das finde ich blöd. Oh, wo denn dies? Wow. Ein alter Sucherbot.
Könnte noch nützlich sein. Da freut sich der Techniker. Ich will meine Waffe zurück. Weg mit dem Suchrobot. Hast du auch einen Suchrobot? Ja. Damit können wir Materialien sammeln, den Muster ausrüsten und dann dem Signal folgen. Achso, und der fährt dann hier automatisch, oder was? Das Signal finden und wenn es dann... Hier ist es, glaube ich. Wo bist du? Ich bin noch hier bei... Ich habe den Bot auch abgedingsbumst. Ah, konntest du den da hinten absetzen? Okay, dann haben wir unterschiedliche Positionen. Ich muss den nämlich hier absetzen. Ich habe den einfach irgendwo abgesetzt, aber der bleibt da komischerweise stehen. Echt? Normal muss es so... Kann man den auch... Jetzt kommt er. Hat's bei dir so gepinkt in der Mitte, so kreisförmig? Nee, der liegt ja schon auf dem Boden, ich sehe nichts mehr. Nee, ich meine eben, als du ihn setzen wolltest. Weiß ich nicht. Okay, nämlich normal, wenn es dann so... Wahrscheinlich dann schon. Soll ich ihn... Achso, der führt mich jetzt zum nächsten Zielpunkt, oder was? Nee. Eigentlich sucht er dann Materialien irgendwo. Ja, der soll mal suchen. Wo ist denn deiner jetzt hingefahren? Ich hab keine Ahnung, der ist hier nach oben gefahren. What? Oh. Normal muss es halt so kreisförmig pingen und dann kannst du den absetzen und er sucht dann Materialien. Ja komm, zeig mir den Tentakel, Kleines. Ich glaube, der geht rückwärts. Ob das bei denen noch einen Unterschied macht, weiß ich allerdings nicht. Wer geht rückwärts? Auch das Vieh mit den Tentakeln ist rückwärts gegangen. Achso, wo ist denn jetzt der Bot hin? Tja, du hast ihn kaputt gemacht. Ich kann ihn aber auch nicht mal auswählen. Nee, der ist jetzt erstmal auf Suche. Und später irgendwann an der Bank gibt er dann ein paar Materialien. Achso, der kommt dann irgendwann wieder zurück. Ja, dann kriegen wir eine Meldung, Sucherbot ist zur Bank zurückgekehrt oder sowas. Ah, okay. Unsere Erzfeinde, die mit den... Mit diesen Dingern da. Mit den Bumbums. Hinter dir. Oh. Und da fliegt Kara durch die Luft. Aber ich lebe noch. Aber du lebst noch, ja. Aber nicht mehr lange. Aber ich sollte... Leben. Verdammt, war das Kuh, genau. Ich nehme mal direkt zwei, ich habe ja genug davon. Ja, davon kriegen wir echt genug, obwohl wir schon auch schwer spielen. Das ist schon wieder ein Medipack. Zack. Ich habe schon wieder so viele Medipacks. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Oh. Ja, ich bin nicht der Einzige. Verzeihung. Nicht schlimm, nichts passiert. Ich traue den Leichen nicht. Zack. Aha. Das okay, ist, das sind Dead Space Head Crabs scheinbar. Interessant. Geht weg, lass mich. Die sind auf mir drauf, Hilfe. Ja, dann. Ich schieß lieber auf den Typ hier oder du. Hast du die Waffe gewählt? Ah, nein, das ist die Pumpe mit Elektroschaden, ja. Stimmt. Alter. So, zwei geteilt. Ruhe jetzt. Ganz elegant nachgeladen. So muss das sein. Müssen wir an die Bank? Nö, eigentlich. Ja, ich leg ein paar Medipacks weg. Ach, stimmt, ja. Ich hab ja auch mehr als genug davon. Vielleicht kann man auch was upgraden, ich weiß es gerade nicht. Hydraulikantrieb. Schwerer Standardrahmen. Stimmt, wir haben ja neues Zeug neue bekommen. Neue Platinen. Aha, interessant. So. Was macht denn der Hydraulikantrieb? Ach so, das ist für einen Nahkampfschaden, ne? So, die ganzen kleinen Medis lasse ich jetzt hier, ey. Moment, das lasse ich mal so, das hört sich cool an. Ich hätte eine Nahkampf-Kettensäge. Geil. Oder so ähnlich. Mal kurz. So. Ach, den habe ich sogar schon drauf, ne? Das ist ja zack, blöd. Zack, 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 zack. Zack, zack. Aber ich habe kaum noch Muni. Platine kann ich doch. Feuerrate. So. Ich habe kaum noch Muni. Du hast kaum noch Muni? 19. Ich glaub, meine Clips hatte ich gerade mal. Meine sieht auch nicht so rosig aus. Jetzt habe ich gerade mal 35 Clips. Das ist unschön. Wie viel habe ich denn? Achso. Jetzt habe ich kein Altmetall mehr. Ach, ich habe 19. Na, wie viel Stase-Dinger habe ich denn bitte? Verdammt. Ich hatte auch 5. Hat es da irgendwo geknurrt? Ich habe ein paar mehr als 5. Okay. Ich habe... Ich packe mal ein paar in den Safe. Ich habe... 3... 6, 10 Stück, die ich nicht brauche. Na dann. Und 3 nehme ich mit, das reicht. Widme mich mal diesem Textlog, auch wenn ich nicht ganz sicher bin, was LJG ist. Ne, Elliot. LJG halt. LJG, Lieutenant Junior. Jedenfalls, Charles Sikorsky. Sam, du musst dir das ansehen. Das musst du dir ansehen. Hat dieses Bild von Tim Kaufmann vom Planeten bekommen. Ist es das, was ich denke? Sam Kettle,
Was denkst du dir eigentlich? Der Captain wird ausflippen, wenn sie rauskriegt, dass du einfach so geheime Infos verbreitest. Sikorsky? Glaubst du, das ist der Grund, warum sie uns alle hierher brachten? Kettle? Escape? Halt dich da raus, Sikorsky. Glaub mir, je weniger du weißt, desto besser. Ende. Ende der Geschichte. Happy End, ja. So, ich habe mir gerade mal ein paar Munitionsclips gemacht. Ich auch, jetzt habe ich kein Altmetall mehr. Oh Mann. Ich glaube, ich wechsle mal auf die Pumpe. Ja, da kommt schon wieder so eine. Ey, warum treffe ich ihn nicht? Die trifft man ja eh sau schlecht. Ja, aber mit meiner Waffe müsste ich die eigentlich treffen. Ich habe doch so. Streuschaden. Streuschaden, ja. Eine Pumpe. Oh na, wo sind wir? Ach, hier. Oh, hier. Den baller ich weg, den baller ich weg. Oh, verdammt. Ein Schuss nachladen ist doof. Oh, das hat echt kaum Schaden gemacht. Naja. Ah, oh, jetzt gehen die in das Vieh rein, das glaube ich ja nicht. Ja komm, lass dich beschädigen. Jo, oh, verdammt. Schnell bist du noch. So. Ich fass es nicht. Die sind... Du hast schon wieder so ein Fetter an hier. Geh weg. Und ich habe hier diese Mistviecher an. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der liegt auf dem Boden. Ist eigentlich nicht so schnell. Oh. Boah, gehst du weg da? Fettklopst du, böser. So. Ja, die Kleinen kann ich doch mit der Waffe ganz gut killen. So, Waffe wechseln. Jetzt habe ich hier so ein Kettensägenmodul. Aha, okay. Und das braucht, ist klar, Nahkampfangriff der Munition verbraucht. Hm. Why not? Schon wieder Medipack, ey. So. Ah, da ist eine Stasis-Station. Hast du Upgrade, die? Upgrade-Platine. Ja, brauche ich nicht. Hast du die gesehen? Ja, habe ich gesehen. Gut, dann merkst du dir. Ich werde es vergessen. Oh ja, nein! Mistgestalt! An die Oh, verdammt! Krebsvieh. Lass dich wegschießen! Oh nein, ich habe ja die Kettensäge dran. Oh nein, hinter uns ist auch sowas. Ich sehe nichts. Ich habe die Kettensäge dran gebappt. Das war ein. Hast du eine höhere Schussrate irgendwie? Nee, ich warte irgendwie, bis die an mir dran sind. Achso, die Schussrate? Ja, die Schussrate ist höher. So. Dann habe ich eine Platine gefunden. Was ist das hier? Bahndienst. Terra Nova Bahndienst. Da gut, schon was zu spät hier. Wir. Okay, einfach mal drücken. Ja, warum nicht? Jo. Wenn da ein Knopf ist, drücke ich den auf. Wo war Stase? Registriert. Bitte melden Sie sich bei Cargo Operations, um das Hindernis zu beseitigen. Die Bahn freiräumen, okay? Leute, irgendwas blockiert das Bahnsystem. Cargo Ops sollte in der Nähe sein. Man kann die Schienen von dort aus sehen. Danke, Bakker. Ich sehe mir das mal an. Na dann. Na gut, dann kümmern wir uns mal drum, ne? Mir hat das noch nie gefallen, wenn es hieß, irgendetwas blockiert. Nicht? Da war meistens irgendein riesiges Necromorph-Monster drauf. Ach Quatsch. Ist bestimmt ganz süß und fluffig. Ja, das ist hier auf dem Boden, das ist nur Erdbeermarmelade. Ja, mit Ketchup. Yeah. Fuckkrebs. Alter. Hast du ein Maschinengewehr da unten als Modul? Nee. Oh, nicht die Viecher. Ich hasse das Mistvieh. An der anderen habe ich ein Maschinengewehr. Alter, mir ist schon wieder so ein Ding, da, die mögen. Der letzte Tentakel, weg! Geht doch. Was? Der hat wieder einen Tentakel ausgepackt? So, geht doch. Ich dachte, das Vieh ist tot, wenn man die Tentakel abschießt. Ja, eigentlich schon. Ersatzteilebox, okay. Moment mal, geht's hier auch noch weiter? Ah, nein, verriegelt. Also, nur hier? Hier traue ich irgendwie nicht, ich die Box? Ah, ich hab sie auch bekommen, gut. Lass mich los, Hilfe! Was ist denn los? Ich wurde attackiert von einer Leiche. Liegt die bei dir da, wo du jetzt stehst? Ja. Okay, wir haben unterschiedliche Leichen scheinbar. Weil bei mir liegt hier eine. Na, bei mir liegt da noch eine. Ja, da liegt auch eine. Okay, und die habe ich gerade mitgezogen, die da lag. Okay. Yeah. Also, ich schaut auf jeden Fall bei ihm rein. Da liegt die Leiche woanders. Genau. Unique Content. Achso, wir müssen wieder hier Fahrstuhl und so. Ja, du musst natürlich kein Stockwerk auswählen, ist klar. Ja, oh Mann. Ey, wenn wir es einmal nicht machen, dann kommen die Viecher von da oben durch. Ja, bestimmt. Brauchst dich doch nicht erschrecken, ich bin doch da. Das tröstet mich jetzt aber auch nicht so sonderlich. So, ach, haben wir wieder eine Bank? Aufzug. Oh ja, hier ist eine Bank, tatsächlich. Hey, Commander. Bist du da? Nö. Okay, ich sehe das Problem jetzt. Jemand hat einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen?
Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der 8. Sektion. Hier liegt noch Zeug.